Also müssen wir hier irgendwann wieder zurückkehren. Ich gucke mal, ob man hier irgendwo was graben kann. Haben wir eigentlich schon einen Spaten? Den wollte ich mir doch eigentlich schon das eine Mal holen, oder? Weil man kann auch bei Dinge graben. Nein, wir haben immer noch keinen Spaten. Auf dem Grab steht, ich war vor euch am Ziel. Oh, ich mag Grabsteine, Witze. Da steht, nicht tot, nur geschlafen. Hab mich trotzdem begraben. Pech. Auf dem Grab steht, lasst mich raus. Warte mal, was haben... Oh, eine Vogelscheuche. Talin-Clan-Arm-Tätowierung. Haben wir noch ein paar Grabsteine? Ich finde die lustig. Warte mal, hier sind noch ein paar Pilze. Hier ist irgendwie ein Keller. Aber irgendwie kann man da nicht rein. Okay, warte mal. Wir können uns ja auch in die Gilde zurück teleportieren. Oh, warte mal. Oh, oh. Ich glaube, da sind Feen. Sumpffeen. Na komm. Okay, da haben wir schon mal eine. Ich will noch mal kurz die Dämonentür angucken. So, das war's. Na, Alter, was geht? Junggesellen sind nicht zugelassen. Ihr braucht eine Ische. Eine schicke. Mit Titel. Ihr braucht eine Ische. Ah, okay, wir wollen also eine Frau mit Titel. Eine Verheiratete. Also, wir müssen eine heiraten. Aber ich bin eigentlich so gerne einsamer Wolf. Ich weiß nicht, das ist... Oh, da habe ich den gerade verpasst. Nochmal, bitte. Anscheinend wird das mit Angeln immer schwerer, je öfter man macht, das macht. Yes! Yay! Silberschüssel! Wo war denn die Fünfertruhe? Ich glaube, die war auch irgendwo noch Richtung Gilde, oder? Ich glaube, in einem Wald war, glaube ich, die Fünfertruhe. Die müssen wir aufmachen. Achso, wir versuchen mal teleportieren. Das war, glaube ich, G. So. Und Heldengilde, Heldengilde. So. Teleportieren wir uns mal in die Heldengilde. Und dann gucke ich mal, in einem Gildenwald soll ja der eine sein mit dem Pilz. Da können wir, glaube ich, die Pilzquest mal abschließen, bevor wir jetzt hier irgendwas Neues annehmen. Na, Opa, was ist los? Was willst du mir sagen? Ihr solltet Mace besuchen. Ich glaube, er hat wieder Neuigkeiten für euch. Ach so. Du fragst nicht, wie es mir geht oder ob ich Hilfe brauche, ob ich irgendwie Konflikte mit dem Gesetz habe. Nein, das fragt der Opa nicht. Das ist ihm völlig egal. Du bist ein guter Opa, hm? List. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Dass wir ja da ein bisschen besser werden, das hat ja gar nicht geklappt. Wir haben 12.000 haben wir. Warte mal, da können wir das auch nochmal... Wie viel kostet das? 20.000? Das können wir sogar leisten. Aber ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen List. Dann können wir nämlich noch mehr in List. Das kostet schon 10.000. Dann können wir noch ein bisschen Tempo machen. Und noch ein bisschen Tempo. Weil dann bleibt mir noch ein bisschen was vom Allgemeinen übrig. Und dann kann ich das Allgemeine hier in Willenskraft einsetzen. Weil hier haben wir noch, glaube ich, gar nichts bis jetzt gemacht. Außer Blitz haben wir ja nichts anderes drauf. Warte mal, wir können erst... Zauberkraft erhöht eure Kapazität, ja, Mana, ja, zu speichern. Ja, 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 ja. Okay, das machen wir. Körperliche Zauber. Körperliches Schild, Leben heilen. Das ist sehr gut. Dann lernen wir erstmal das. Was haben wir hier noch? Attentäterangriff, Berserker, körperlicher Schild. Den lerne ich auch mal. Den werde ich, glaube ich, denke ich mal auch noch brauchen. Geisterschwerter, Mehrfachpfeile. Mehrfachpfeile wären auch was für uns. Wir sind noch Bogenschütze. So. Würde ich sagen, Leben heilen vielleicht nochmal. Kostet nämlich schon, ne, es kostet schon wieder 5.000. Also schon wieder viel zu teurer. Berserker nicht. Wir sind kein Nahkämpfer. Umgebungszauber. Zeit verlangsamen. Leben absaugen, herbeirufen. Zeit verlangsamen nehme ich auch mal rein. Und dann war es das auch erstmal. Stärke können wir auch noch ein bisschen investieren. Gesundheit. Gesundheit. Zähigkeit. Mehr Widerstand.
Körperbau macht uns jetzt zum Atzen, was man leider nicht sehen kann, aber Gesundheit können wir. Die Gesundheit trifft ja. Ne, warte, das macht uns auch ein bisschen breiter. Ich glaube, wir machen eine Zähigkeit noch einmal. Zack. So. So, ja, jetzt haben wir mehr Zauber. Ihr seid jetzt verstohlen genug, das Ausdrucksmittel stehlen zu benutzen. Jetzt können wir stehlen. Das muss ich natürlich gleich mal reinnehmen. Wie gesagt, ihr spielen kein Bösi, aber ein bisschen Dieben, das muss einfach sein. Das gehört. Ich mag einfach das, in Spielen zu stehlen, weil ich es in Real Life nicht mache. Deswegen muss man sich hier ein bisschen austoben. Ich hoffe, das versteht ihr. So, warte, Fertigkeiten. Ausdrucksmittel. Geheimlichkeit. Stehlen. Benutzt das in einem Laden bei einem Gegenstand, den ihr stehlen wollt. Aber passt auf, dass euch niemand sieht. Behaltet die Stehlenleiste im Auge, während ihr die Taste gedrückt haltet. Je länger ihr das tut, desto größer die Chance, den Gegenstand erfolgreich zu stibitzen. Aber ihr könnt auch jederzeit entdeckt werden. Okay, jetzt können wir stehlen. Achso, und wir haben jetzt neue Zauber. Wir haben ja Blitz als Angriffszauber und jetzt... Warte mal. Hä? Wo sind unsere Fähigkeiten jetzt hin? Hatte ich nicht. Hatte ich jetzt nicht gerade... Ich bin verwirrt. Hatte ich nicht gerade mehrere Zauber gehabt? Warum habe ich jetzt... Warte mal. Gucken wir nochmal. Fertigkeiten. Magie. Ah, diese Liste ist jetzt wieder ist leer. Ich glaube, die muss ich erstmal bestücken. Wir haben... Feuerball haben wir auch. Warte mal, dann setze ich den auch mal rein. Dann haben wir Angriffszauber. Einmal Feuerball und einmal Blitzzauber. Wobei, ich glaube, Blitzzauber auf die linke Maustaste ist besser. Dann haben wir Umgebungszauber. Zeit verlangsamen. Den mache ich mal extra hier weit oben. Weil ich das, denke ich mal, nicht so oft einsetzen werde. Körperlichtzauber, da müssen wir uns, können wir uns heilen. Oh, Mehrfachschuss haben wir auch noch. Warte mal, nehme ich den Feuerball raus. Weil ich glaube, Feuerball ist mir dann doch zu heftig. So. Jetzt haben wir Mehrfachschuss. Blitz. Und dann können wir auf Heilung und Schild gehen. Sieht dann so aus. Schönen Tag auch, Sir. Was ist denn los? Hey. Werft einen Blick auf das Herz über den Kopf dieser Person. Sie findet euch attraktiv. Je mehr sie euch mag, desto größer wird das Herz. Versucht es mit Flirten, Geschenken und anderen attraktiven Ausdrucksmitteln. Je mehr Vielfalt, desto besser. Wenn ihr an einer Beziehung arbeitet, wer weiß, was daraus werden kann. Miau. Tortenmeister, hört sich gut an. Ja, ich verteile Torten. Leckere. Immer schön die Gesetze einhalten. Habe ich bis jetzt immer gemacht, mein Lord. Zwinker, Zwinker. So. Oh, was macht ihr denn da? Oh. Nicht prügeln. Auseinander, ihr zwei. Auseinander. Auseinander. Hä? Ja, ich habe euer Leben gerettet. Ich bin nämlich der Netteste auf der Welt. Warte mal, 20 Schlüssel brauche ich hier. Das ist schlecht. Warte mal, ist noch eine Wache? Dann gehen wir mal in den Gildenwald. Warte mal, was haben wir denn eigentlich noch für Zauber? Ah ja, das haben wir noch. Ach so, können wir das jetzt... Ach, jetzt haben wir es aktiv. Und wenn wir jetzt mit unseren Bogen angreifen, dann können wir jetzt quasi mehr schießen. Das ist ja cool. Wie lange hält denn das? Hoffentlich hält das eine Weile. Müssen wir mal testen, wie lange das hält. Dann können wir das nämlich auch mal so einsetzen. Ich denke mal, das wird ganz praktisch sein. Gerade weil wir oft mit dem Bogen schießen. So, und da ist sogar ein grüner Punkt auf der Karte. Ich glaube, das ist der die Fete macht. Hey, wie geht's? Ich will auch was von der Fete. Hey, könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun? Was willst du denn, Marshall? Der hört sich an wie Marshall aus How I Met Your Mother. Ich heiße Cyril. Ein paar Freunde und ich hatten gestern Nacht eine kleine Fete hier. Und ich habe dieses fantastische Mädchen aus Oakvale getroffen. Oh, Myra. Myra? Hieß deine Frau nicht? Ach, egal. Ich meine, sie war atemberaubend. Zumindest glaube ich das. Aber ich habe auch geglaubt, dass die Bäume um uns herum Schokoladenbeine hatten, wenn ihr versteht. Vielleicht hatten sie auch sogar Schokoladenbeine. Aber ich würde sie wirklich gern wiedersehen. Wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht waren es ja auch nur die Pilze und sie ist eigentlich hässlich wie die Nacht. Und selbst wenn nicht, was ist, wenn sie mich nicht mag? Tja, das musst du sie fragen. Ich werde es aber trotzdem riskieren.
Bitte, bringt ihr diesen Brief nach Oakvale? Oh, da, wo ich eigentlich hin wollte. Brief von Cyril. Ich muss wissen, was sie empfindet. Die Ungewissheit bringt mich um. Oh, und noch was. Versucht nicht, den Brief als den euren auszugeben. Ich habe Wochen zugebracht, das Gedicht zu perfektionieren. Das will ich mal sehen. Ich muss das erstmal beäugen. Moment, wir gehen mal kurz hier hinter. So, warte mal, können wir den angucken? Inventar. 2 Wochen hat er gebraucht dafür, warte mal. Andere. Silberschlüssel. Da, 6 Stück haben wir schon. Das ist cool. Schatztipp Nummer 5. Da ist er. Ein verschwitzter Handschrift. In verschwitzter Handschrift wurde folgendes Gedicht hingekritzelt. Oh Myra, mein Herz schlägt nur für dich. Du bringst mein Innerstes aus dem Gleichgewicht. Deine Augen sind wie 2 Sonnen und deine Brüste waren Wonnen. Was? Achso, es geht noch weiter. Warte mal, kann man das irgendwie scrollen? Warte mal. Bitte sag, du liebst mich sehr, so wie auch ich dich so sehr. So wie auch ich dich so verehr. Bitte lass deinen Diener rein. Es wird doch nicht nur der Pilz gewesen sein. Was meint er denn mit Diener? Lass deinen Diener rein? Oder meint er seinen Diener? Ich weiß ja nicht. Jeder hat seinen eigenen Namen für seinen Diener. Also, das geht doch nicht. Okay. Oder hat sich verschrieben? Vielleicht soll das nicht Diener, sondern Deiner heißen. Oh, macht ihr hier noch... Ja, ich bin ein edler Held. Okay, den kriegen wir noch nicht, den Pilz. Da müssen wir erstmal das abschließen. Der andere Pilz soll am Picknick... Ja, doch. Soll am Picknickplatz sein. Wir haben übelst viel Geld. Das ist cool. Ich glaube, wenn wir weiter so machen, können wir uns echt noch gute Sachen leisten. Ich glaube, wir werden auch mal neue Sachen nochmal holen, weil das ist ja auch alles Standardzeug, was wir hier haben, laut Matze. Das geht ja so nicht. Können ja nicht ewig so rumlaufen. Nein, alles gut. Wir gehen jetzt zum Picknickplatz und die Zauber hält immer noch. Das finde ich cool. Der löst sich wahrscheinlich nur auf, wenn wir ihn oft anwenden. Das ist supi-dupi. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt da hin? Hier lang, wa? Und dann gehen wir nochmal in den Wald, weil da war, glaube ich, die Truhe mit den 5 Schlüsseln. Oder es war bei der Obstfarm. Aber ich weiß es gerade echt nicht mehr. Es ist schon wieder... Leider ein bisschen länger her. Da ist wieder jemand. Hallöchen. Was ist denn los? Es funktioniert nicht. Warum nicht, seltsam aussehender Mann? Was sieht denn an mir so seltsam aus? Also, ich habe diesen Pilz da gegessen. Alle haben gesagt, mir würde vor Lachen der Kopf abfallen, wenn ich ihn esse. Ich hab's getan, aber er ist immer noch dran. Da kann ich nachhelfen. Bisher absolut kein Lachen. Könnt ihr mich zum Lachen bringen? Los, macht schon, bitte. Ich kann ja mal meine Hose runterziehen. Moment, vielleicht so? Ja. Ein tanzender Held. Was für ein Clown. Nochmal. Los, nochmal. Diese Lache, die ist ja so authentisch. Yes! Das war oberwitzig! Schön, euch zu sehen. Und jetzt? Oh, Tortenmeister! Ja, Tortenmeister, hört sich gut an. Ja, ich bin der tanzende Tortenmeister. Oh ja, oh ja. Ich wünsche einen schönen Tag. Weiter! Das ist toll! Ah, findest du das toll, ja? Wenn du das schon toll findest, was findest du dann? Warte mal, haben wir einen anderen Tanz noch? Wie findest du das hier? Ja. Ja, was? Das reicht mir aber nicht. Ja, was? Oder, ey. Hey. Ich denke wirklich nicht so über euch. Ach nicht? Okay, was haben wir denn noch drauf? Warte mal, wir haben doch noch andere Sachen drauf. Moment. Wir haben doch noch, wo war's? Persönlichkeit? Nee, es war doch bei Fertigkeiten, oder? Ausdrucksmittel? Geselligkeit. Kichern. Wir können auch lachen. Oh, bitte nicht. Oh, das ist zu viel.
glaube, der hat ziemlich viel Luft durch den Pilz im Kopf bekommen. Aber ihr Kopf ist leider nicht abgefallen. Gut. Was? Ha. Nicht über mich lachen. Gibt's Neues? Ja, ich bin mich der. Ja, ich bin toll. Tortenmeister. Genau. Ich bin der Tollste. Der tollste Tortenmeister überhaupt. Ich glaube, es gibt keine besseren Tortenmeister als ich. Aussichtspunkt. Wir haben jetzt wieder einen weiteren Pilz. Wir haben drei Pilze jetzt. Jetzt müssen wir nur noch Myra den Brief bringen. Und dann müssen wir doch leider wieder zum Grabhügelfeld. Weil ich glaube, es gibt keinen anderen Weg nach Oakvale. Das ist doof. Das ist doof. Naja. Oh, Räuber. Da können wir gleich mal die Fähigkeit verwenden. Oh, das hat natürlich funktioniert, auch wenn mein Zauber jetzt weggegangen ist. Kein Danke, kein Yay oder sonst was. Schade. So, da sind noch mehr Räuber. Warte mal, den hauen wir mal den Kopf weg. Oh. Das ist Tortenmeister. Das ist Tortenmeister, der gerade ein paar Räuber tötet. Tja, weiter so. Ja, weiter so. So macht man das, ja. So. Oh, das hat schön Cash gegeben. Wir sind schon. Hat Jens. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich muss sagen, mit dem Bogen kommen wir ganz gut klar. So. Nochmal gegengetreten. Warte mal. Da ist ein Kopf. Zack. Und da haben wir einen Räuber geköpft. Wo ist sein Kopf? Da ist sein Kopf. Wow, auf der Mauer und drüben. Macht das mal nach, Leute. Warte mal, den Räuberanführer müssen wir köpfen, glaube ich. Zack. Oh, das... Ja, ist dein Leben, Mann. So. Alles klar, wo war denn jetzt die Truhe? Die war doch hier irgendwo, oder nicht? Oder war die ein bisschen weiter weg? Ich glaube, die war beim Fluss, beim See war die, glaube ich. Ja. Dann gehen wir erstmal zum See. Und dann machen wir erstmal die Quest zu Ende, bevor wir wirklich neu anfangen. Eins nach dem anderen, Leute. Warte mal. Da ist auch nochmal ein Räuber. Guck mal. Wow. Also, ich muss sagen, den Bogen, das mag ich mehr als Nahkampf hier. Mag ich. Nahkampf geht auch, aber Bogen ist halt immer sehr interessant. Guck mal. So, erstmal hier die ganzen Räuber abschlachten. Ah, ich kann das nicht sehen, wenn hier welche umgebracht werden. Warte mal. So, warte mal. Nein! Ah, jetzt habe ich einen normalen Händler getötet. Ich wollte das nicht. Der war aber im Weg. Verdammt. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Habe ich ihn einfach mal abgeschossen. Ihr habt es alle gesehen. Er stand im Weg. Ich wollte gar nicht so schießen, na egal. So, unsere erste Truhe mit 5 Schlüsseln. Lebenselixier. Warte mal, Lebenselixier war, glaube ich, was unsere Lebensenergieleiste dauerhaft erhöht, oder? Machen wir mal. Ja, ein bisschen höher ist es jetzt geworden. Mana brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da haben wir noch nicht so viel. So, dann porten wir uns mal zu den Grabhügelfeld. Weil sonst müssten wir den ganzen Weg nochmal durch den Darkwood gehen. Wobei wir das sowieso nochmal machen werden. Weil da war ja noch eine Dämonentür. Die haben wir ja leider ignoriert. Weil wir nicht so viel Zeit hatten. So, jetzt sind wir wieder am Grabhügelfeld. Und es hat sich alles beruhigt. Ich glaube, die haben uns vergessen.